Die zwei epischen blauen Augen von der letzten Battle-Kampf hier. Ich bin hier die Schlägerbraut, ist das klar? Ist das klar? Ist das klar? Hm? Hast du mich verstanden? Na Quatsch. So, wer wohnt hier und ist nicht zu Hause? Los, Hallo. Jetzt geh endlich zum Bürgermeister. Ach, da wohnt Rosi. Schön. Nein, den mache ich ganz am Schluss. Ich glaube, dann muss ich mich muten, ansonsten haut es mich hier echt vom Stuhl dann sowieso voll. Ach, ich muss ja erstmal hier. Ach nee, da ist ja schon Bürgermeister. Nein, nein, nein. Ich finde das jetzt schon sehr, sehr dumm. Haben die hier nirgends so eine Brücke gebaut? Und das Wasser sieht aus, als ob da instant Öl drauf schwimmt. Da ist auch eine Brücke. Ach Mensch. Jetzt, also ich bitte dich, das ist ja nun, grafisch ist es ja nun echt nicht das im Hochgenuss, ne? Du, Gegensatz zum DS finde ich das super. Oh, schön, eine Angellandschaft hier oben, hübsch. Ich weiß nicht, wo ich immer angeln werde. Hübsch! So, wer wohnt hier? Dieter! Oh Gott. Der Dieter? Der Dieter. Der Dieter? Ja, dann gehen wir zum Dieter. Was bist du denn? Hilfe, was ist das? Jo, Junge, Jo, Junge, hör, dass es ein neues Gesicht in der Gegend gibt. Geil, ha, Kumpel. Cool, dich kennenzulernen. Ich heiße Dieter. Aber du kannst Dieter zu mir sagen. Hehe, das war ein Witz. Hast du ihn auch so gut gefunden wie ich? Mein Kopf klang aber besser als alle gedacht. Du heißt Bina, stimmt's? Logisch. Der Name passt wie Faust aufs Auge, wie Arte auf Topf, wie was auch immer. Und ich bin hier weg. Also ich mag ja den Dieter. Mein Name ist Dieter, aber du kannst mich Dieter nennen. Was soll das denn? Oh, herrlich. Das ist genauso wie Müller ohne K. Ja. Ja, genau. So, wen haben wir hier? Die Schneiderei. Jetzt muss ich mich bei denen auch sagen? Hallo und so? Natürlich, auf jeden Fall. Hi, willkommen bei der Modeschneiderei von China und China. Lass mich raten, sie sind Zwillinge. Oh, nein, sie sind nur Schwestern. Klar. Sie sind keine Zwillinge. Ich glaube, sie ist jünger. Die blaue ist jünger. Oh, ich will die Brille jetzt schon haben. Ich will diese Brille haben. Ich habe eine Brille auf, ich will diese Brille haben. Danke, komm bald wieder. Natürlich, ich muss natürlich ein Biene-Outfit designen mit Schottenrock. Selbstverständlich. Bitte. So, ab ins Museum. Eule. Huhu. Willkommen im Museum von der Schule. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause, aber anfassen verboten. Uhu, ist ein Kleber, genauso wie Brit. Kann ich Ihnen helfen? Ich stehe ganz zu Ihren Diensten. Wo bin ich hier? Sehr gute Frage. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, interessante Objekte zu präsentieren. Es geht um Gegenstände von kunsthistorischer, archäologischer oder oder zoologischer Bedeutung. Dabei konzentrieren wir uns auf... Oh, du liebe Zeit! Nicht schon wieder! Manchmal überkommt mich ein unwiderstehlicher Drang zum Dozieren. Ich bitte um Entschuldigung. Ich muss lernen, meine Schnabel zu halten, ja? Soll ich mich zügeln? Erzähl mehr. Juhu, immer noch ein Kleber. Wie war ich stehen geblieben? Oh, genau. Hier gibt es 4 Sammlungen. Fossilien, Insekten, Fische und Gemälde. Unser hehres Ziel ist es, den intellektuellen Horizont der Bürger von Hoshia zu erweitern, wobei ich noch keinen anderen Bürger außer Ihnen jemals hier gesehen habe. Und dazu bedarf es sowohl kultureller als auch naturwissenschaftlicher Bildung. So. Das passt unsere Rolle ganz ordentlich zusammen, denke ich. Uhu, immer noch ein Kleber. Ich glaube, ich habe als Kind dann geschnüffelt. Ah, aber ganz so einfach ist es nicht. Meine Wenigkeit Eugen ist der einzige Angestellte hier. Stimmt doch gar nicht. Traurig, was? Und ich habe leider alle Cloud voll zu tun.
Administration, Papierkram, Veröffentlichungen und diverse wissenschaftliche Aufsätze. Deshalb sind wir auf die Mitarbeit aller Einwohner angewiesen, um Objekte zu beschaffen. Auf Sie, Bina, können wir uns doch sicher sehen. Bitte geben Sie dem Museum Objekte, die Sie nicht mehr benötigen, als Stiftung. Wir nehmen natürlich gerne Objekte, die Sie noch benötigen. Ich glaube, Sie sind jetzt ausreichend im Bilde. Möchten Sie nun mehr einer Stiftung zukommen lassen? Nein, ich habe nichts dabei. Ist das so? Gut, ich kann Ihnen nur empfehlen, sich alles in Ruhe anzuschauen. Ich hab da noch nichts. Ich muss zugeben, im Moment haben wir kein einziges ausgestellt. Aber Sie können sich ja die leeren Plätze anschauen und einfach mal vorstellen, so im Geiste. Ein unhaltbarer Zustand. Das Museum beherbergt nur ein paar Staubmäuse, die keinerlei wissenschaftlichen Wert haben. So, wir tun einfach so, als wäre das nicht gewesen. Und ja. Das jetzt auch nicht. Schade. Hä? Ich glaube schon etwas länger. Ich glaube, dann solltest du vielleicht mal kurz einen Cut machen und dann... Ich glaube, ich schneid hier mal. Aber pst. So. Dummerweise konnte ich jetzt den Rest von Eugens historischer Rede nicht aufnehmen. Aber ich glaube, ihr wisst ja alle, was er sagt. Ganz easy. Hier gibt's Insekten. Hier gibt's Fische. Hier gibt's archäologische Sachen. Und hier gibt's Gemälde. Aber da ist ja eh noch nichts drin. Ist Liz wieder da? Liz ist immer noch da, Liz ist voll mit am Start. Geilomatico. So, jetzt gehen wir zu der süßesten Person in ganz Hoshia. Oh mein Gott! Oh Gott, ist das süß! Willkommen im Observatorium von Hoshia. Nun, wie kann ich dir behilflich sein? Natürlich, du bist süß. Aber bitte, du meine liebe Bina, du bist das süßeste Wesen unter dem Nachthimmel. Ob sie weiß, dass ich ein Mädchen bin? Aber ist die nicht putzig? Die ist ultra putzig. So, zu Coffee runter in den Coffeeshop. Müssen wir aber nicht. Was ich jetzt hier auch anmerken muss, findest du auch, dass das Wasser ausschaltet, ob es konsequent einen Ölfilm drüber hat. Das hast du doch vorhin schon gesagt. Immer noch? Ja, das ist halt immer noch so. Und ich finde es lustig, dass dieser Teich hier einen Strom hat. Ja, das ist definitiv lustig. Das Moving ist nun mal Hoshia, meine Damen und Herren. Oh nein. Ich hab's gewusst. Was? Dass da eine Klippe ist und ich da nicht... bedankt. Und ich da nicht springt halt runter. Oh Gott. Wie ich mich hier halt noch nicht auskenne. Bei dem Hund war man schon? Wer wohnt hier? Yeah. Isolde. Isolde haben wir auch schon. Ja. Ich frag mich, ob ich nochmal mit denen reden muss. Ich glaube aber nicht. Oh Gott. Dann nein. Geh zum Bürgermeister. Ja, zu denen kannst du auch sprechen. Das ist kein Thema. Nein. Ich weiß schon gar nicht mal, wie ich ihn gesprochen habe. Aggressiv. Rauch ich. Mit einer Note von Gewalt. Kaum. Egal, ab ins Traumhaus, Rathaus. Ja, ich möchte auch gerne mal im Rathaus wohnen. Ja, ich auch. Oh Gott, es fängt wieder an. Tati. Warum? Wir probieren es einfach. Du Jungspund, wer bist du? Und wo wir schon dabei sind, welches ist dein Lieblingstier? Das sind Worte, die man von jedem Senior auf der ganzen Stadt einfach mal so hören kann. Und was ist dein Lieblingstier? Katze, Pelikan, Waschbär oder Schildkröte? Also ich würde ja Waschbär nehmen. Ich glaube ich auch. Waschbär. Weil da ist Bär. Die heutige Jugend
mit euren wilden Frisuren und euren Musikfesten und eurem Mangel an Respekt. Und wie du wieder aussiehst. Ja, worüber haben wir gerade gesprochen? Lieblingstiere. Das bist du. Herr Bürgermeister, dies ist Bina, unsere neueste Einwohnerin, Was ist das? Ah, da fällt mir ein. Ich habe was darüber gehört. Oder? Erinnert sich wer? Hallo? Hallo? Egal. Ich bin jedenfalls Turtle. Ich war mal bei den Ninja Turtles. Mein Name ist Michelangelo. Aber mich mochte keiner. Und die Ratte haben wir gefressen. Einfach so. Keine Ahnung.